Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Roberta an. Dieser hat über die Ricoh Theta S360-Grad-Kamera geschrieben, welche er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Im folgenden Bericht befasse ich mich mit einer beliebten 360-Grad-Kamera aus dem Hause Ricoh. Vorab klären wir kurz die Frage, die nun eventuell aufkommen könnte. Was ist eine 360-Grad-Kamera eigentlich? Eine solche Kamera nimmt Fotos und Videos aus allen Richtungen simultan auf und wird daher häufig auch als omnidirektionale Kamera bezeichnet. Eine 360-Grad-Kamera ist nicht zu vergleichen mit einer 360-Panorama-Kamera, welche lediglich die Hemisphäre einfangen kann. Das Unternehmen KK Ricoh hat seinen Firmensitz in Tokio und ist in den Bereichen der digitalen Bürokommunikationssystemen und Produktionsdrucksystemen und digitalen Kleinbildkameras tätig. Die Firmengründung geschah bereits im Jahr 1936, damals noch unter dem Namen Riken Kakoshi Co. Ltd. Eine deutsche Tochtergesellschaft unter dem Namen Ricoh Deutschland GmbH wurde 1978 ins Leben gerufen und sitzt heutzutage in Hannover. In 2013 führten sie die Ricoh Theta ein und damit den Anfang einer Serie von 360-Grad-Kameras und Vorgänger von der Ricoh Theta S, um welche es sich heute dreht. Mit der Ricoh Theta brachten sie die erste Kamera heraus, die mit einer einzigen Aufnahme volle Sphären, also die genannten 360 Grad, abbilden kann. Die Ricoh Theta S kommt in einem eleganten Design daher. Es ist nicht größer oder schwerer als ein Smartphone mit den Abmessungen 44x330x22,9 und einem Gewicht von 125 Gramm. Das Gerät kommt in schwarz und in einem eckigen, kompakten Format mit einer runden Oberkante. An der rechten Seite sind drei Knöpfe angebracht mit unterschiedlichen Funktionen. Der Power-Button. Durchgehend blau leuchten bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ständiges Aufblinken bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Der Schalter, der zwischen Video- und Fotofunktion wechselt, und den WLAN-Schalter. Auf der Vorderseite befindet sich ein großer runder Knopf, der entweder ein Foto schießt oder die Aufnahme eines Videos startet. Bei wiederholtem Bestätigen wird die Aufnahme gestoppt. Die Unterseite offenbart die einzigen zwei Anschlüsse der Theta S. Einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Geräts und einen HDMI-Anschluss, der es ermöglicht, aufgenommene Videos und Fotos direkt auf einem Laptop, Computer oder Fernseher zu übertragen. Zudem ist dort eine Vorrichtung angebracht, um ein Stativ anzubringen. Eine kleine LED-Lampe über dem Auslöser zeigt den Status der Kamera an. Unter dem Auflöser zeigen zwei weitere LEDs die WLAN-Konnektivität sowie den Aufnahmestatus an. Eine weitere Lampe warnt kurz bevor die Speicherkapazität vollkommen ausgelastet wird. Die Kameralinse befindet sich am oberen Ende. An der Oberkante wurde das Mikrofon integriert. Dadurch, dass die Ricoh Theta S über einen integrierten WLAN-Adapter verfügt, kann man eine Verbindung zwischen der Kamera und einem Smartphone herstellen über die Ricoh Theta S App. Die App steht zum kostenlosen Download im Apple Store sowie im Google Play Store für Android-Geräte zur Verfügung. Mit der App kann man sein Smartphone als Fernbedienung für die Kamera benutzen. Das heißt, man hat dadurch eine Art Fernauslöser. Außerdem bekommt man mittels der App die Fotos oder Videos direkt auf dem Smartphone angezeigt, wo man sie vergrößert oder verkleinert ansehen kann. Wie bei solchen Apps üblich, kann man auch über einen weiteren Button die Aufnahme direkt in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter mit seinen Freunden teilen. Die ebenfalls kostenlose Theta Plus App bietet diverse Möglichkeiten der Bildbearbeitung für Rundumbilder oder die Theta Plus S Videos für Videos im 360-Grad-Stil. Damit überhaupt 360-Grad-Bilder oder Videos entstehen können, verfügt die Theta S über zwei Kameralinsen, die gleichzeitig Bilder machen. Eine einzelne Fischaugenlinse erfasst dabei 180 Grad. Die Bearbeitungstechnik der Theta vereint die beiden entstandenen 180-Grad-Aufnahmen zu einem einzelnen Bild bzw. Film und als Ergebnis bekommt man einen Blickwinkel von 360 Grad. Bilder werden mit 14 Megapixeln aufgenommen und erscheinen hochauflösend und detailreich. Videos lassen sich optional in Full HD oder HD aufnehmen, mit einer maximalen Aufnahmedauer von 25 Minuten. Die Theta S ist mit einem f2.0 Objektiv ausgestattet sowie einer Doppellinse. Der ISO-Bereich liegt zwischen 100 bis 1600 und es werden dabei manuelle Einstellungsmöglichkeiten geboten. Der interne Speicher von 8 GB reicht für ungefähr 1600 Bilder oder 65 Minuten Videomaterial. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 260 Aufnahmen mithilfe des verbauten langlebigen Lithium-Ionen-Akkus. Die Distanz zwischen Objekt und Linse sollte mindestens 10 cm betragen, um schöne Aufnahmen zu bekommen. Neben den normalen Video- und Fotofunktionen kann man auch ein Intervall einstellen, in dem die Theta S regelmäßig Fotos schießen soll, beispielsweise alle 30 Sekunden. Als Zubehör für die Theta S wird derzeitig von Ricoh lediglich eine Gurthalterung in verschiedenen Farben, eine Schutzhülle und ein Softcase angeboten. Mit der Ricoh Theta S habe ich mir die erste eigene Vollsperrenkamera ins Haus geholt. Überzeugt wurde ich von überwiegend positiven Stimmen aus dem Internet. Den Zuschlag erhielt die Ricoh Theta S von mir über Amazon, da sie dort einfach am günstigsten war.
Der Preis liegt momentan bei ungefähr 360 Euro und ist damit deckungsgleich mit dem, was ich vor kurzer Zeit noch bezahlt habe. Die Bedienung und Handhabung ist sehr einfach, denn das Gerät liegt schön in der Hand und verfügt über die nötigsten Knöpfe am Gerät, sodass keine Verwirrung aufkommen kann. Gleiches gilt für die Theta-App. Die Verbindung zwischen Smartphone und Kamera ist schnell aufgebaut und die App ist weitestgehend selbsterklärend. Der ferngesteuerte Auslöser ist ein absolutes Muss, wenn man sich nicht jedes Mal selbst mit dem Bild aufhaben möchte. Da die Kamera nicht wie eine andere Kamera nur einen bestimmten Bereich, sondern volle 360 Grad erfasst, sieht man auch jedes Mal, wenn man ein Foto per Hand an der Kamera selbst auslöst. Die Bildqualität finde ich erstaunlich gut. Die Bilder verwackeln nicht und sind hochauflösend und scharf. Wie ich auch schon zuvor gelesen habe, lässt es bei der Videoqualität etwas zu wünschen übrig. Auch wenn hier mit Full HD geworben wird, bekommt man nicht an allen Stellen des Videos Full HD-Auflösung. An sich ist die Theta-S eine reine technische Spielerei und nur für Menschen, die daran Spaß haben. Mehrwert kann man aus einer solchen Technik nur ziehen, wenn es sinnvoll für den Beruf ist, wie ein Makler, der seine Immobilien vorstellen möchte. Ansonsten ist die 360-Grad-Kamera überzeugend und trägt ein gerechtfertigtes Preisetikett. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.